Abenteuer des Odysseus. Packte zwei meiner Gefährten und schleuderte sie wie junge Hunde zu Boden. Danach fraß er sie mit Haut und... Moment. Sie waren gerade eingefroren. Oh, Königstochter, hör mir doch zu. Mach ich ja. Also, wer war Polyphem? Der Zyklop. Ich dachte, ein Halbgott. Auch. Also, pass auf. Wir waren an einem fremden Gestade gelandet. Ich hatte die Wasserfässer wieder auffüllen lassen und ein Speer ausgesendet. Ein Speer? Nein, einen Speer. Speer ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Was für Kunde bringst du, Elpenor? Ich bin nicht Elpenor. Ich bin Nestor. Elpenor ist bei den Sirenen ertrunken. Ja, dann eben Nestor. Wir sehen uns nicht mal ähnlich. Was für Kunde bringst du, Matrose? Aber für euch Anführer sehen wir wahrscheinlich alle gleich aus. Nenn die Kunde, die du bringst. Ihr sagt immer, ihr wollt uns alle sicher nach Hause bringen. Aber ihr wisst überhaupt nicht, wer wir sind. Ich habe vielleicht auch Familie, die ich vermissen kann. Und die willst du sicher bald wiedersehen und nicht unbewahrt an einem fremden Strand verbluten. Wow! So sprechen sie mit ihren Leuten. Ja, du hast ja gesehen, er hat mir keine Wahl gelassen. Er hat doch recht. Die Abenteuer des Odysseus. Ja, schön und gut, aber wer erzählt von Elpenor und von Nestor? Von wem? Von ihren Matrosen, die sie... Ich kann mir doch nicht alle Namen merken von Leuten, die mal für mich gearbeitet haben. Warum wohl? Die Namen von ihren 12.000 Göttern hier können sie auch. Ja gut, aber ihr habt auch nur einen Gott. Da bleibt im Kopf natürlich mehr Platz für Namen von Fußvolk. Übrigens, wie sieht euer Gott eigentlich aus? Ist er ein Mann oder eine Frau? Unser Gott ist unsichtbar. Dann ist er sicher eine Frau. Das Schiff ist beladen und bereit für die Weiterfahrt. Die Winde stehen günstig. Wir sollten diese Insel so schnell wie möglich verlassen. Sie scheint bewohnt von Zyklopen. Zyklopen? Ja, einäugige Riesen, gesetzlose Gesellen, die mögen sich nicht mehr gegenseitig. Ich habe schon viel von ihnen gehört, aber noch keinem von ihnen ins Auge geblickt. Elpenor! Nestor! Oh, Vorsicht, Königstochter, hinter dir! Ach nee, ich dachte, ich sehe einen unsichtbaren Gott. Geht ja gar nicht. So, folgt mir, Soldat. Wir gehen ein Zyklopen ausspähen. Warum? Was? Warum? Was, warum? Nestor hat doch gerade gesagt, das Schiff ist vollständig beladen und bereit für die Weiterfahrt. Ja. Sie wollen ihre Männer nach Hause bringen. Warum den Zyklopen ausspähen? Ja, als Anführer hat man manchmal wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen. Nicht jetzt! Wollen Sie überhaupt nach Hause? Natürlich! Zu Penelope, die seit Jahr und Tag treu auf mich wartet. Mhm. Das verstehst du nicht, Königstochter. Nee, verstehe ich wirklich nicht. Aber das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe noch nie einen Zyklopen gesehen. Da gibt's doch Abbildungen in Büchern. Abenteuer erlebt man doch nicht durch Bücher. So, und das wissen Sie woher? Sie haben nur noch nie eins gelesen. Aber ein Freund von mir. Glaube ich nicht. Was? Dass Sie Freunde haben. Sie denken doch immer nur an sich selbst. Glauben Sie ernsthaft, Ihre Frau wartet seit mehr als 20 Jahren auf Sie. Und Ihr Sohn? Will der so einen Papa haben? Vorsicht, Königstochter, hinter dir! Ja, mein unsichtbarer Gott, war beim ersten Mal schon nicht mehr. Enzyklop!